haben, liebe Freunde, die Aufgabe 18 erwartet uns. Verdiene 45.000 Moneten, die wissen wohl selber nicht genau, welche Währung das ist, ne? Und kaufe eine Service-Lizenz für Autorennen. Jo, schauen wir mal, dann gehen wir mal rein. Und ja, wir wollen also jetzt hier eine Lizenz kriegen. Hauptteil der Prüfung beginnt. Das heißt, das alles war jetzt nur Vorgeplänkel anscheinend. Denn wir brauchen Geld, um eine Lizenz zu kaufen, damit wir Rennwagen bedienen dürfen. Ein echter Rennwagen. Boah, das ist cool. Klingt richtig interessant. Das heißt, wir müssen jetzt nichts anderes machen, als einfach nur Geld erwirtschaften. Gut, dafür haben wir dementsprechend ja 9 Minuten Zeit. Haben auch alles schon soweit aufgerüstet. Und man sieht auch, die Wartezeiten der einzelnen Leute scheint etwas schneller runterzulaufen. Also es wird jetzt auch schwieriger hier. Aber das ist kein Problem und ich denke mal, die 45.000 werden wir doch relativ zügig zusammenkriegen. Wobei, wie gesagt, die Wartezeit geht immer weiter runter pro Kunde. Das heißt, wir müssen jetzt hier einfach ein bisschen mehr Gas geben und gucken, dass wir hier alle schnellstmöglich bedienen. Und 6.000, 7.000 haben wir schon zusammen. Also ich würde mal fast behaupten, das geht relativ easy hier, das Level. Werkstatt war da drüben, einmal Normalsprit, einmal die Werkstatt, so, einmal Ökosprit und jo, also wir haben schon 8.000 zusammen. Wie gesagt, wir brauchen da in Anführungszeichen nur 45.000 Euro zu erwirtschaften. Ne, Dollar sind es hier in dem Spiel. Ach, ich verwechsel das immer wieder von Spiel zu Spiel. Es kommt halt, weil ich so viele Projekte nebenbei noch mache. Aber bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz gut aus und auch recht übersichtlich. Und ja, wir bringen mal hier ein paar Kollegen weg, die wir gar nicht bedienen können. In der Hoffnung, dass hier welche vorbeikommen, die wir dann doch versorgen können. Vielleicht ist das auch eine der Schwierigkeiten, dass die Kunden irgendwann einfach ausbleiben. Und ich kann es immer wieder nur erwähnen, gut, dass wir aufgerüstet haben. Das ist also immer ganz wichtig, denn ansonsten müssten wir sehr oft nachtanken, sozusagen, also Ressourcen nachkaufen, was natürlich übel ins Geld geht. Und so haben wir durch das höhere Startpotenzial ja auch dann die Möglichkeit, hier erstmal mehr einzunehmen. Und ja, 19.000 haben wir schon zusammen. Den ersten Superbonus haben wir auch schon zusammen. Mich interessiert mal eins. Können wir irgendwas bauen? Nein. Können wir irgendwas noch modernisieren? Nein. Haben alles soweit auf dem schnellsten und besten Stand, wie es geht. Um die Bestzeit zu holen, wäre vielleicht sogar schon die Überlegung, ob wir dann einfach hier die ja, Sachen nicht nachkaufen, sondern nur das bedienen, was gerade noch verfügbar ist. Müssen wir halt mal schauen. Aber im Moment geht es ja ganz gut. Die kann keiner gebrauchen hier, weil das haben wir nicht, was du möchtest. Und ihr seht ja selber, also wir brummen da richtig gut durch, auch wenn die Wartezeiten sich hier, ja, sagen wir mal, verkürzen. Das heißt, wir müssen natürlich schneller auf die einzelnen Wünsche eingehen. Das wird wo, denke ich mal, der nächste Ansporn sein, hier noch ein bisschen zügiger durchzuarbeiten. Aber bis jetzt haben wir da ja noch kein Problem mit. Halt, der wollte zur Waschstraße, der Junge. So, jetzt haben wir nichts Brauchbares da, aber schon 32.000. Also sollte eigentlich doch ganz easy locker vom Hocker, ne? Kriegt sogar Solaris hin. Gar kein Problem. Nächsten Superbonus haben wir auch. Können wir zwar im Moment nichts verkaufen, aber egal. Und ihr drei Pfeifen da unten könnt mal einen Abgang machen. Euch braucht keiner. Jedenfalls jetzt noch nicht, weil ich habe noch nicht das, was ihr möchtet. Und Reifenwechsel ist schön. Reifenwechsel bringt Geld. Ja, haben wir genug, dann sind wir der Held, ne? Also es ist alles hier eine reine Koordinationsfrage. So, und jetzt seht ihr schon, wir sind schon bei 40.500 und haben noch 5 Minuten Zeit. Also, sorry, aber nach den Levels, die wir hier uns durchgekämpft haben, hatte ich mir da was Schwierigeres vorgestellt. Das, was die einem jetzt hier als Level anbieten, ist ja eigentlich ja, so eine Entspannungsphase. Ja, also alles irgendwie easy und locker. Alles gut. Alles grün, wie beim Ökosprit, ne? Funktioniert. Ja, und jetzt haben wir auch das Geld gleich schon zusammen. Tja, so leicht ist es. Hätte ich mir jetzt echt schwieriger vorgestellt, das Level. Da, wir sind schon durch, innerhalb von 4 Minuten und 50 Sekunden, nein, 4 Minuten sogar, 4:50 läuft das Video. Ja, wunderbar, dann haben wir die Ebene abgeschlossen.
So, jetzt ist der Weg zu deinem Erbe nicht mehr so lang. Du bedienst die Rennwagen und im Finale bekommst du einen Servicepokal und dein Erbe steht dir sofort zur Verfügung. Da bin ich jetzt mal gespannt. Bedien die Autos so schnell es geht, damit sie auf die Piste kommen. Beim Finish sollte die Mannschaft mindestens den Platz 6 erreichen. Okay, ja, wunderbar. So, was brauchen wir? Ja, das kann ich auch so machen. Das ist auch gut. So, wo steht der Rangplatz? Da oben, Rang 11. Oh, Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Ah, Reparatur. Da muss man sich jetzt erstmal hier zurechtfinden, wo wir überhaupt hier was haben. Da kommt der nächste Wagen an, der braucht Reifen. Auch kein Problem, der muss tanken, dann kriegt der Sprit. 28 Rundkurse und wir sind immer noch auf Platz 11. Na, hoffentlich fahren die auch gescheit, die Kollegen. Das ist jetzt mal eine ganz andere Variante hier, die hier abläuft. Ich finde das klasse. So, Boni kriegen wir auch. Können wir was modernisieren? Größere Pumpe installieren, vorgeheizte Reifen, Carbonteile. So, ah, da können wir also auch noch erweitern. Ja, das geht also jetzt mal richtig gut rund. Mit dem Rennwagen ist natürlich klasse. Frag mich nur gerade so ein bisschen, was das jetzt mit dem Tankstellensimulator zu tun hat. Oh, das war jetzt das Falsche. Scheibenhonig, minus ein Platz. Ja, toll, ich weiß. Da haben wir jetzt gepennt. Jetzt müssen wir den wieder reparieren, weil wir den falsch bedient haben. So ein Ärgernis. So, wir sind auf Rangplatz 12 abgefallen. Warum denn das jetzt? Freunde der Nacht, fahrt doch einfach ein bisschen schneller. So, Modernisierung gucken. Ja, schneller ausbauen, das Ganze. Gucken, dass wir da auch. Ah, jetzt. Ah, hallo. Reifen. Ja. Gut, der muss nur tanken. Das klappt also auch besser. Das heißt, die Modernisierung ist natürlich für uns wichtig hier, damit wir schnellstmöglich die Leute bedienen können. So, der braucht Reparatur. Jetzt wäre das Ganze nochmal deutlich interessanter. Reifen. Reifen. Kein Problem. Sollte doch etwas das Ganze beschleunigen. Wir gucken, was modernisieren wir. Schnellere Bedienung, alles gut. So, da geht's weiter. Wo ist hier der Kunde? Der möchte auch eine Reparatur haben. Kriegen wir auch hin. So, einmal tanken. Einmal, tanken. Tanken. Mann, 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 Mann. So. Der möchte Reifen, das ist auch gut. Jetzt haben wir einen zweiten Bonus. Jetzt können wir hier auch nochmal alle Verbesserungen durchgeführt. Also wir können jetzt nichts weiter mehr verbessern. Das heißt, wir können jetzt nur noch hoffen, dass wir die Leute schnell und vor allem richtig bedienen. So, was braucht der? Der braucht Reifen. Kann er haben. 20 Rundkurse. So. Und wir sind noch auf Platz 12. Also das ist nicht gut. Wenigstens haben wir die Leute soweit schnell aufgetunt, dass die hier auch ruckzuck arbeiten können. So, einmal tanken. 19 Runden, immer noch Platz 12, also mehr als die bedienen. Im Eiltempo kann ich jetzt auch nicht. Mal gucken. Also das sollte doch jetzt mal der Platzierung auch mal sich was tun. Aufgewertet haben wir alles. Rangplatz 11. Wir steigen langsam nach oben. Das heißt, wir müssen jetzt hier am Ball bleiben und nach Möglichkeit schnellstens die Leute versorgen. So, Nachschub haben wir anscheinend mehr als genug. Ranking, mein Team, Platz Nummer 11. Ja, das ist schön. Ist nur blöd, dass da irgendwie sich nichts tut hier. Dass sie nicht ein bisschen schneller werden. So, der ist auch versorgt, der ist auch versorgt. Modernisiert haben wir alles, dass sie schnell losfahren können. Ja, jetzt haben wir noch 3 Minuten 29. Mal gespannt, was wir jetzt noch machen müssen. So, mein Platz ist auf. Nein, mein Platz ist auf Team 12 hoch. Das ist schon mal gut. Also wollte eigentlich sagen, mein Team ist auf Platz 2, 10 hoch. Na, jetzt habe ich ja ganz verhaspelt hier. So, bedient werden sie ja alle ziemlich schnell. Das heißt, eigentlich sollten wir doch hier einen ganz guten Abschluss kriegen. Ich hoffe ja, dass die jetzt noch ein bisschen Gas geben, die Kollegen. Ja, aber Rennwagen ist natürlich auch ganz schön stressig hier, die Geschichte. Der möchte bestimmt, ja, genau das möchte er. So, der will tanken, dann kriegt er seinen Sprit. Was möchte der? Reifen. Oh, Rangplatz 9. Wir arbeiten uns langsam nach oben. Das ist wunderbar. Da kommt einer, der hat's ganz eilig. Deswegen finde ich hier auch den Sprithahn nicht. Meine Güte, ist das ein Schrott. Also hier geht's jetzt wirklich um Sekunden sozusagen, dass wir die allerschnellstens abfertigen, die Kollegen.
Ich hoffe, dass wir auch jetzt alles in der Hektik aufgelistet haben oder verbessert haben, was möglich ist. Was brauchst du? Du brauchst Reifen, kannst du beides haben. Noch 10 Rundenkurse, es wird eng. Und wir sind immer noch auf Platz 9. Ich hoffe, dass sich da mal was tut. Also ich bin ja schon ziemlich schnell unterwegs. Rang Platz 8, das ist gut. So, da haben wir auch gar keine Zeit, irgendwie über irgendwas nachzudenken. Wir müssen einfach nur reagieren. So, der braucht Reifen. Also Reifen rüber, Reifen rüber. So, noch 2 Plätze müssen wir nach oben und dann sind wir durch. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. So, was braucht der? Ersatzteile. Der braucht Sprit. Wird natürlich auch schnellstens versorgt. So, der braucht Reparatur. Das ist gut. Der braucht Reifen. So. Es wäre schön, wenn wir langsam mal um einen Platz nach oben steigen würden. Rang Platz 7. Hallo, hallo, hallo. So, 1 Minute 21. Einen Platz müssen wir noch verbessern, dann haben wir das Ziel erreicht. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ah, aber nicht so, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Das hat uns wieder Zeit gekostet. Dieser Sprit da unten, der ist total blöd gesetzt. Der ist so weit ab vom Schuss hier hinten. So, das haben wir auch gleich versorgt. Den haben wir auch gleich so. Noch 4 Kurse und wir sind auf Platz 7. Jetzt müssen wir eine Reparatur machen. Warum fährt er denn nicht schneller? Mann, 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 Mann. Jetzt sind wir wieder auf Platz 8 runter. Ich glaube, das wird in der Folge leider nichts. So, Platz 7. Ah ja, also immer wenn wir einen Bonus voll haben, kriegen wir anscheinend hier einen Rangplatz verbessert. Das ist schon mal gut zu wissen, aber es sind nur noch 2. Ah, jetzt habe ich den getankt. Ich dödel, das wird da wieder nichts. So, einmal Reparatur. Einmal Reifen. Oh, das wird eine enge Story. Leute, 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 ich brauche doch Bonus. So. Das kriegen wir nicht hin. Mist. Das reicht uns nicht, das reicht uns nicht. So, jetzt haben wir den nächsten Bonus. Rangplatz 6. Oh, hoffentlich halten wir den jetzt. Also jetzt keinen Mist mehr machen und schnell bedienen. Dann hätten wir es echt geschafft. Noch 3 Sekunden. Und ja, wir haben es geschafft. Tatsächlich. Meine Güte, das war aber eng. Wir sind auf Platz 6 und bekommen einen Punkt. Tolle Wurst. Ja. Also ich denke mal fürs erste Mal gar nicht schlecht für so ein Rennen. Perfekt, du bist auf dem richtigen Weg. So, verteile deine Kräfte richtig und verbessere ständig deine Werkstätten. So, jetzt müssen wir auf Platz 5 und haben 6,5 Minuten Zeit und wir haben jetzt sogar 3 Leute. Das gucken wir uns aber in der nächsten Show an, denn wir starten hier schon von Platz 6. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Da können wir also in der nächsten Folge wohl, ja, dann direkt Gas geben und uns noch verbessern. Naja, jetzt lass mal gucken. Platz 5, Platz 4, Platz 3, Platz 2, ja, Platz 1. Das könnte dann so irgendwie so darauf hinauslaufen, denke ich mal. Und jetzt haben wir auch 3 Autos zur Verfügung. Vielleicht kriegen wir da die Boni schneller zusammen. Lassen wir uns mal überraschen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann auch bei dem, ja, Finish, den letzten 5 Folgen hier von dem Karrieremodus mit dabei seid. Ich bin mal gespannt, wie es danach weitergeht. Dann könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht auch ein freies Spiel mal machen, so in der Art. Mal gucken, was es da so gibt. Können wir hier mal reinschauen schnell. Und zwar, wir haben ja auch Missionen, ganz normale Standardmissionen. Die 2 Möglichkeiten haben wir. Ihr aber auch innerhalb von einer bestimmten Zeit das Ganze zu machen. Gut, da gucken wir rein. Sehen wir beim nächsten Mal. Ich sage aber schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare und natürlich auch für die Daumen. Das muss ich auch mal wieder erwähnen. Ihr gebt immer schön Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich finde das toll. Ist auch für mich als YouTuber gut, denn so ein kleiner Daumen nach oben hilft immer so ein bisschen im Ranking bei YouTube aufzusteigen. Und ja, wenn es euch gefällt, dann verteilt auch die Videos. Ja, platziert sie bei Facebook und wo auch immer, dass die Leute auch sehen, was ich hier so mache. Ich danke nochmals und sage bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.